So, wir gehen hier zur verbrannten Erde. Und ich weiß nicht, wie ich es diesmal mache. Die werden nach einem Sündenbock für dieses Chaos suchen und Lingard ist im Besitz von Dokumenten, die mir schaden können. Die werde ich verschwinden lassen. Okay. Retten Sie den Zivilisten, sammeln Sie Lingards Forschungsdokumente ein, hacken Sie den Ausgang zu Labor B. Okay, schauen wir mal. Ransom wird mir wieder empfohlen, aber ich weiß halt nicht, soll ich jetzt gleich wieder mit Amanda spielen? Es kommt mir halt echt so vor, als würde ich damit so ein bisschen den ganzen Modus cheaten. Wegen dem Flammenwerfer halt, aber wenn das Alien wieder so ausrastet wie gerade eben, dann werde ich wieder zu Amanda wechseln. Jetzt nehmen wir aber erstmal Ransom. Jetzt gerade eben ging mir einfach bloß furchtbar auf die Nerven mit ihm. Vielleicht geht's jetzt ja besser. Schauen wir mal. Je nachdem, wie sich das Alien verhält, das ist halt irgendwie die ganze Sache dahinter. Okay, und damit geht's auch weiter. Ja, gerade eben ist leider das Spiel abgeschmiert und damit dann auch meine Webcam. Und deswegen, ja, hatte ich jetzt leider für die erste Zeit, sage ich mal, für die ersten zwei Missionen jetzt keine Webcam. Ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwie besser läuft, weil gerade eben schmiert das Spiel schon relativ häufig ab. Größtenteils auch, weil ich wahrscheinlich viel sterbe. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser geht, dass vor allem halt meine Webcam nicht mehr abschmiert. Und ja, wir schauen uns jetzt mal hier Mission 2 Verbrannte Erde an. Wollten wir ja gerade eben machen und dann ging ja alles irgendwie kaputt. So, wir nehmen nochmal Ransom. Wie gesagt, wir probieren es einfach nochmal. Ob das irgendwie vielleicht jetzt besser klappt. Und ansonsten schalte ich dann halt wieder rüber zu Amanda. Weil der Flammenwerfer scheint wohl sehr wichtig zu sein. Okay, verbrannte Erde, Zeitlimit 30 Minuten. Jetzt sind wir hier auf der Krankenstation. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Taschenlampenbatterie. Ich habe natürlich wie immer keine Ahnung, worum es geht. Du bist mal definitiv tot. Dorthin müssen wir hin. Ja, okay. Elektroschocker, Sensor. Wofür brauche ich den Elektroschocker? Das frage ich mich halt. Und den ganzen anderen Schrott halt auch. Wofür brauche ich den Revolver? Bisher hatten wir ja noch nicht so wirklich viele normale Leute. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Je. Wo gehen wir denn mal zuerst hin? Hier hin? Das ist eine ganz schlechte Idee, jetzt sofort. Hä, wie inkorrekter Code? Ich habe doch noch gar keinen Code eingegeben. Was war das denn? Hä? Okay. Gut, das haben wir schon mal offen. Das kann natürlich sein, dass das jetzt bloß Ransom kann. Die Sachen so hacken. Ich kann hier mal schönerweise unter den Tisch. Das sollte mir schon mal helfen. Vielleicht gibt es jetzt hier aber schönere Versteckoptionen. Das wäre natürlich schon mal eine schöne Sache. Schauen wir mal. Alien steht aber wieder ziemlich penetrant vor mir. Und tut einfach mal wieder gar nichts. Also, ich versuche wirklich mein Bestes, aber manchmal, es ist einfach so zufällig, ob man diese Nebenziele schafft oder nicht. Und deswegen kann ich es halt auch echt nicht garantieren. Ist dort hinten. Ich könnte jetzt dorthin. Ich bleib mal hier in Deckung. Okay, Alien ist weg. Das kann ich nicht mitnehmen, was auch immer es war. Schrott. Das Alien ist gerade eben nicht auf der Karte. So, jetzt bin ich hier einmal bloß ein bisschen weitergekommen. Vor allem halt beim ersten Mal hat man ja null Plan, wo man überhaupt hin soll. Okay. Wir könnten zum Balken gehen, nur da sind halt die Nebenmissionen nicht. Aber wenn ich mich in die richtige Richtung drehe, dann ist der Balken. Oder, ja, der Balken ist immer da. Ich habe ihn dann wohl wahrscheinlich bloß nicht gesehen. Das war das Problem. Na, eine Pumpgun, toll. Okay, aber es ist schön, dass man solche Sachen auch finden kann. Das letzte Mal haben wir ja auch den Flammenwerfer gefunden in der letzten Mission. Jetzt die Pumpgun ist natürlich nicht ganz so wichtig. Die macht dem Alien ja, wenn ich das richtig weiß, auch relativ wenig.
Wir können mal schauen, vielleicht bringt sie ja irgendwas. Hier dort drin ist dann auf jeden Fall die Pumpgun. Oh, dort hinten ist es ja. Ich dachte, das wäre eine Lüftungsschächten unterwegs. Alien. Okay, es kann mich dort hinter sehen. Das ist halt richtig uncool, weil das war mehr oder weniger so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich mich verstecken konnte. Dann nochmal. Es ist halt auch so ätzend, dass man wirklich alles nochmal machen muss. Weil manche Missionen sind halt schon ja, nicht ganz so kurz. Wenn man sich dann halt gerade eben irgendwie so im Alien vorbeigeschummelt hat oder so irgendwas und dann halt sofort erwischt wird, ist dann schon ein bisschen arg ätzend. So, aber das heißt, dass es hier generell dann auch wahrscheinlich zumindest irgendwo wieder einen Flammenwerfer geben wird. Da müssten wir bloß bis zu dem Zeitpunkt überleben. Wird zwar auch schon nicht so ganz einfach, aber na, schauen wir mal. So, da kamen wir in diesen großen Komplex. War jetzt aber nicht so wichtig, dorthin zu gehen. Kann natürlich auch einfach in die Schächte gehen. Das sollte da auch schon helfen, weil das Alien sollte ja eigentlich nicht hier reinkommen. Problem ist es natürlich, wenn das Alien jetzt theoretisch direkt über mir steht. Was es, glaube ich, tut. Ja, ist dort hinten wieder in diesem... ja, in diesem Labor. Okay, ist abgehauen. Das war ein bisschen eklig. Ist aber irgendwie immer noch ziemlich in der Nähe, nicht wahr? Nee, es geht. Hier drin, das Labor A, okay. Da waren wir gerade eben eigentlich nichts drin. Können wir hier rein? Wo ist es? Wo ist es? Dort hinten. Und ist abgehauen. War ich hier nicht gerade eben drin? Ich hätte schwören können, wir wären weiter gewesen. Tatsächlich. Hier kann ich mich auch noch verstecken. Da kann ich sogar abhauen, theoretisch. Schnappen wir uns die Pumpgun und gehen. Oh, das hätte... na, das war ein bisschen knapp. Dorthin war es nämlich, glaube ich. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Nirgendwo, weil das Ding zuerst nicht aufgeht. Wo sind wir denn jetzt? Na, das Ziel ist auf jeden Fall mal in diese Richtung. Retten Sie den Zivilisten. Welchen Zivilisten? Wo? Ohne Vorwarnung oder so irgendwas. Ich habe nicht mal gesehen, was da los war. Oh Gott. So eine komplett zufällige Sprengung. Das müssen wir eventuell hacken. Kann das sein? Na, solange das Alien da ist, ist es natürlich auch wie eine Todesfalle. Kann ich mich hier runter verstecken? Tatsächlich. Na, die Sicht ist gerade eben bloß sehr eklig. Sollte ich hier raus? Keine Ahnung. Ich habe mal das Gefühl, dass mit dem Zivilisten haben wir schon so gut wie vermasselt. Das Alien ist aber auch gerade eben sehr penetrant. Aber meine Güte, das hat mich jetzt richtig erschreckt. Ich habe kein Medikit, ne? Ah, eklig. Sowas ohne Medikit ist schon ziemlich eklig. Okay, es haut ab. Dann gehe ich einfach mal dort nach hinten. Versuche das zu hacken, was auch immer das ist. Oder was das bringt. Den Ausgang zu Labor B. Vielleicht ist das ja der Ausgang zu Labor B. Da. Das bist du, das bist du und du. Nee, doch, tatsächlich. Das war der Ausgang zu Labor B. Das heißt, nein. Gott. Müssen wir dort hinten hin? Ja, aber wahrscheinlich nicht jetzt, oder? Oh. Das wäre einfach. Ich meine, ja, ich muss es jetzt noch überleben, was ich nicht tun werde. Da ich keinen Flammenwerfer habe.
Oh, löschen Sie Linkarztbeweise. Okay. So viel dazu. Warum wird dieser Zivilist jetzt wahr? Der muss ich ja fast schon irgendwo übersehen haben. Ich wollte es einfach mal probieren, ob ich da rauskomme. Jetzt schon. Das wäre nämlich ein bisschen zu einfach gewesen. Wir haben wenigstens den Aufzug schon mal gerufen. So, jetzt brauchen wir bloß dort hinten ist es bestimmt, oder? Wenn das Alien jetzt nicht kommt. Ach. Wir brauchen jetzt definitiv mal ein bisschen Freizeit. Ja, haben wir. Hallo, da. Das da. Das Ding, okay. Das war jetzt gerade ein bisschen schwer zu sehen, welches das ist. Achso, jetzt muss ich noch aufs Terminal zugreifen. Na, großartig. Begeben Sie sich zum Kommunikationszentrum? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Was ist das? Achso, jetzt habe ich die lokalen Daten gelöscht. Okay. Nein! Ich hätte nicht nochmal rangehen dürfen. Ich habe überhaupt nicht gesehen, was ich da gemacht habe. Ich wollte einfach bloß so schnell wie möglich weg. Ich dachte, ich sammle da irgendwas ein. Aber das waren die Sachen, die ich löschen kann. Okay. Gut. Das ist interessant. Okay, da war irgendwie gerade so ein bisschen Nebel oder sowas in der Luft. Das ist interessant, das zu holen. Das geht also. Wo der Zivilist ist, weiß ich nicht. Das ist hoffentlich nicht der Zivilist. Ansonsten sind wir da definitiv ein bisschen zu spät. Aber wie gesagt, ansonsten, keine Ahnung. Wir wissen, wo der Ausgang zu Labor B ist. Und die Forschungsdokumente. Im Labor A wird er ja wohl nicht sein. Ich höre das Alien, aber ich weiß gerade nicht, wo es ist. Ja, das ist merkwürdig. So, dort drin ist Labor A. Hier ist es irgendwo, dort hinten. Dort drin war ich, da ist bloß die Pumpgun. Hier hinter kann ich mich ja nicht verstecken. Dort geht's nicht rein. Dort drin ist doch bestimmt irgendwas, oder? Dort drin ist es doch, ich hör's doch. Doch, ja, tatsächlich. Gut. Ah ja, du gehst dort raus. Dann gehe ich hier rein, würde ich sagen. Oh, hier kann ich mich doch auch nirgendwo verstecken. Okay, aber es ist grundlegend mal vorbeigelaufen. Kann ich mich hinter Tischen verstecken? Das andere gerade eben war nicht hoch genug. Liegt überall wieder Flammenwerferbrennöl. Das heißt, es wäre auch wieder eine schöne Sache für Ripley. Anzunehmen, egal für welche. Oh, gar nicht gut. Ja, genau deswegen. Jetzt darf es einfach bloß nicht in diese Richtung hier laufen. Dort hinten ist es. Alien? Was tust du? Ich habe keine Ahnung, wie das mit Tischen funktioniert, muss ich sagen. Ja. Tische scheinen ganz gut zu sein. Das Alien müsste jetzt halt bloß mal wieder abhauen. Nein, du hast mich echt gesehen? Okay, aber nur knapp. Ja, jetzt ist es halt wieder dort drin. Wie soll ich denn hier jemanden retten, wenn das Alien... Das meine ich halt. Es ist rein zufällig, ob ich den Typen retten kann oder nicht. Okay, es ist abgehauen. Nee, es ist nicht. Es steht hier einfach bloß irgendwo. Ist dort hinten. Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Okay, jetzt ist es abgehauen. Sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß auch gerade nicht wirklich, wo ich bin. Jetzt wahrscheinlich gleich tot. Jetzt bin ich Labor B?
Was ist denn das für ein merkwürdiger Umweg? Das war doch gerade eben total einfach, hier hinzukommen. Hätte ich jetzt schon wieder die Bombe aktiviert? Scheinbar nicht. Okay. Wenn das Alien nicht jetzt mich ein bisschen in Ruhe lässt, was es jetzt, glaube ich, tut. Ja, ich könnte das Ding jetzt hacken. Und dann, ja, also, ich weiß nicht, wo der Typ sein soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähnlich wie die Forschungsdokumente. Die muss ich irgendwo noch weiter vorne fast schon vergessen haben. Weil das ja eigentlich eine Mission ist mit weniger Punkten. Ich weiß nicht wo. Hier drin sind die Forschungsdokumente, die ich löschen soll. Ja, der Zivilist ist tot. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wo er ist. Interessant, dass ich jetzt auch diese komplette Sprengung dort überstanden habe. Oder, ja, dass sie gar nicht passiert ist, weil ich halt nicht an einem gewissen Punkt vorbeigelaufen bin. Okay. Alien. Es wäre ganz nett, wenn du ein bisschen weiter weggehen würdest. Na, es könnte reichen, wenn du nicht sofort hier reinkommst. Ist halt immer so die Sache. Ja, das bist du, das bist du und das. Oh, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Wie lange soll ich denn warten? Ich hasse das mit diesem Hacken. Ich meine, ja, es gehört zum Spiel dazu, aber ich kann halt nicht sagen, wann das Alien kommt und wann nicht. Das heißt, ich muss ausharren, bis das Alien mal da ist. Um dann halt, beziehungsweise bis das Alien mal hier durchgelaufen ist, um davon auszugehen, dass es dann länger wegbleibt, beziehungsweise komplett in den Lüftungsschacht geht, und dann trotzdem noch zu hoffen, dass es dann halt auch wegbleibt. Ist halt immer ein Zufallsfaktor. Das ist so stressig an der Sache. Weil man halt nie wirklich diese Ruhe hat, mal irgendwas zu tun. Und gerade so ein Hacken, es braucht halt seine Zeit, es braucht halt seine 10 Sekunden. Und die hat man halt manchmal einfach nicht. So, jetzt haben wir aber eine weitere Chance, den Zivilisten zu suchen. Ich könnte ja auch nochmal durch Labor A und dann geradeaus durch. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht entlang gelaufen. Eventuell. Das ist halt echt... Ja, das ist halt die Sache, die ich so schade dran finde. Dass ich keine Karte habe. Ich kann mir keinerlei gescheiten Überblick verschaffen. Dort geht's noch raus. Ich glaube, in der Richtung waren wir noch gar nicht. Okay, Alien ist schon wieder weg. Und ist dort... Hä? Wieso wird's denn von da angezeigt? Wieso sind das jetzt 2 Punkte? Ach, das ist der Zivilist. Ja, guck mal. Na also, hi. Ich bin so gut wie tot, weil das Alien wieder direkt hinter mir ist. Runter. Danke. Entriegeln Sie die Tür. Das wäre jetzt gerade eben ein sehr großer Fehler. Okay. Keine Sorge, Kollege. Ich muss bloß gerade eben das Alien abwarten. Dann passt aber alles. Es ist eigentlich so ein Schwachsinn, das zu tun, weil er wird doch eh direkt sterben, oder? Guck mal, du bist frei. Ach so, er geht dort hinten raus. Ah, okay. Das ergibt mehr Sinn. Schön. Haben wir den Typen befreit. Lingards Dokumente haben wir immer noch nicht gefunden. Die waren ja definitiv nicht dort, wo man, ja, wo man die Sachen löscht. Oder war das schon vorbei, das zu finden? Keine Ahnung. Oh, das ist gemein. Wo bist du jetzt? Dort weiter hinten, okay. Wir können jetzt mal hier raus. Gut, das heißt, geradeaus durch ist der... ist der Typ. Geh ich mal hier rein. Jetzt sind wir wieder hier. Ist ja der eklige Weg zu Labor B. Naja. Solange das Alien mich nicht komplett verfolgt, geht das. Dort hinten irgendwo.
sprengt sich hier gleich alles, zumindest wenn ich irgendwie falsch laufe. Ich glaube, dorthin darf ich nicht hingehen. Oder zu dem Terminal? Ist es das Terminal? Es ist scheinbar das Terminal. Ich weiß jetzt nur nicht... Ist das irgendwie wichtig oder unwichtig, dass das passiert? Keine Ahnung. Ich sehe da jetzt irgendwie keinen Unterschied, außer dass meine Sicht jetzt ziemlich schlecht ist. Und ich jetzt das Alien an der Backe habe. Also von dem her ist es mal gar nicht so gut, das zu machen. Ja. Ich muss halt jetzt nochmal weiter außen rumlaufen, weil da halt jetzt Feuer überall ist. Hier kann ich runter. Hä, da ist auch Feuer? Noch. Wo ist das Alien? Immer noch dort. Ah, es ist immer noch dort. Alien, komm schon. Tu irgendwas, aber steh nicht einfach bloß... Ach, ich sterbe gleich an dem Feuer, weil man... Ach so, es ist draußen gerade eben. Ja toll, das habe ich nicht gesehen. Jetzt aber jetzt wahrscheinlich gleich wieder reinkommen, oder? Ach. Na gut, ich meine, das Alien tötet mich ja instant, das ist es ja. Ist jetzt aber trotzdem ein bisschen eklig, dass ich eigentlich auch beinahe tot bin. Aber grundlegend gibt es ja jetzt kein Feuer hier mehr. Im restlichen Bereich. Natürlich stehst du genau hier hinter. Das ist immer wieder eklig. Weil ich kann da halt auch nichts tun. Ich muss dann einfach hoffen... Wow, wie wenig Leben ich aber bloß noch hab. Ich muss dann aber einfach hoffen, dass das Alien nicht mir direkt ins Gesicht springt. Und genau deswegen braucht man den Flammenwerfer. Dort hinten ist es. Der Punkt wieder. Sind beide Sachen an einem Punkt oder wie ist das? Wo ist es denn am besten, sich zu verstecken? Hier? Nee, am ehesten hier, oder? Weil hier schaut es dann wohl am ehesten nicht hin. Ich meine, jetzt ist es verdammt weit weg. Irgendwann muss ich es halt machen. Es ist halt bloß, ich höre es halt erst zu spät. Ich höre es halt, wenn ich theoretisch tot bin. Es ist immer noch weit weg. Okay. Die Forschungsdokumente haben wir jetzt halt nicht. Ich dachte, die wären jetzt vielleicht hier dabei. Die scheinen aber nochmal irgendwo anders zu sein. Ja, das haben wir jetzt gelöscht und jetzt können wir eigentlich zum Aufzug gehen. Hä? Oh nein. Okay. Ah nein, es ist dort hinten irgendwo. Nein, 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 nein. Ach Mann. Hä? Wieso ist es denn einfach abgehauen? Natürlich weiß es noch, wo ich... Weiß es nicht? Weiß es doch? Was ist mit dem Alien gerade eben los? Du bist aber auch gerade eben merkwürdig, muss man sagen. Nicht so übertrieben widerlich wie in der zweiten Mission, aber merkwürdig. Kannst du jetzt bitte wieder gehen? Nein? Schleichst du hier weiter rum? Gehst du dort rein? Ja, wo wäre der nächste Punkt? Kein Punkt, um vorbeizugehen. Das ist halt das Problem. Also kein Punkt, der in der Mitte steht, wo ich dann wirklich außen rumlaufen kann. Weil hier ist halt das Problem. Wenn das Alien kommt, dann bin ich tot. Aufzug ist schon gerufen, ja. Na, das Alien ist wieder draußen. Ist es draußen? Okay.
Sieht in Ordnung aus. Haben wir das flammenlos? Ne, ich hatte ja auch keinen Flammenwerfer. Okay, das heißt, Herber Bonuspunkte 2. Ach so, Multiplikator, ja klar. Dadurch haben wir jetzt einen ordentlichen Boost bekommen, denke ich. Weil wir es halt ohne Flammenwerfer gemacht haben. Klar, das gibt schon gut Punkte. Es ist nur halt richtig eklig. Das war jetzt eine interessante Mission. Die ging jetzt auch, sage ich mal. Das Alien hat ein paar komische Sachen gemacht. Ich habe jetzt wenigstens Zivilisten gefunden, auch wenn ich nicht weiß, wo die Forschungsdokumente waren. Aber den Rest haben wir wenigstens gemacht. Das heißt, 2 von 3 sind schon, denke ich, eine ganz gute Sache. 3 von 3 könnte ich eventuell erreichen, wenn ich mal weiß, wo ich hingehe. Also wenn ich eine Karte hätte und alle Punkte angezeigt. Und wenn ich halt Amanda hätte, dann würde das schon gehen. Dann könnte man sich auch die 3 Sachen holen. Aber vor allem halt mit Ransom jetzt, der halt gar nichts kann, sind 2 Sachen, denke ich, auch schon ganz gut. Schön. Damit haben wir die 2. Mission von Ransom, beziehungsweise die 3. Mission insgesamt abgeschlossen und schauen jetzt mal zur 3. Mission von ihm. Und das hoffentlich ohne Absturz. Das wäre jetzt eine ganz schöne Sache.